Wer kommt? Testen wir's mal. Was tut sich? Was tut sich? Wir werden sehen. Ich. Wir werden sehen. Hallo, ihr Lieben. Grüß euch. Hi Moritz! Hallo! Liebe Grüße nach... Grüß euch! Hi Moritz! Hallo! Liebe Grüße nach... Mir steht meine Taichin. Heute gab's Eierschwammerl in Taichin gekocht. Na, was sagst du jetzt dazu? Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie das ist, wenn ich mit dem neuen iPad live gehe. Das ist jetzt mal so mein Test. Hallo, Monika. Nee, ich bin schon die ganze Zeit im Hexenhaus. Aber ich mache ja auch Urlaub und ich habe viel zu tun. Die weitere Autarkie ausarbeiten. Moritz. Du siehst ja, es ist viel passiert. Ich habe hier eine kleine Grillüberdachung für die Outdoor-Küche, dass ich auch so kochen kann. Licht verlegt. Dann haben wir vorne eine Markise angebracht. Echt? Die Outdoor-Küche haben wir ausgebaut. Hallo Tiffy! Hi ihr Süßen! Hoffentlich, jetzt rutscht das Ding schon wieder. Sobald ich mich bewege, rutscht das Tablet. Ja. So zwischendrin, weil ich bin ja schon am Zusammenräumen. Nächste Woche um die Uhrzeit werden die Tiere schon am Montagabend in Steinach sein. Danke für eure Geschenke, Schatzis. Und dann werde ich noch mal herfahren, weil ich das Puppilein nicht alleine lasse. Ich habe ja einige ausgeschrieben, jetzt dann im August, Moritz. Wieso ziehe ich um? Hä? Verstehe nicht. Wo soll ich hinziehen? Nein, ich wechsle vom Sommerdomizil in die Wohnung. Da bringe ich die Tiere hin. Und ab 6. bin ich dann wieder fix in der Wohnung. Ungefähr bis Ende November. Ich habe ja hier dann Baustelle. Ich kriege ja eine Photovoltaikanlage. Und da kann ich das nicht brauchen, wenn mir dann noch 5 Katzen zwischen die Füße rumrennen, inklusive Aria und der Vogel noch mit seinem dummen Gequatsche, das haut nicht hin. Und drinnen muss auch einiges verändert werden. Ja, die Termine gibt es erst wieder ab September, Moritz. Die Privattermine. Ich finde das cool, dass mein Trinken wie Wasser ausschaut. Ist aber keins. Ich werde mir Mühe geben, Moritz, mit dem Helfen. Wir hatten am Samstag Grillfeier. Eine meiner Freundinnen war da.
Eine zweite Freundin war da, also meine besten Mädels. Dann unser Psychologe vom Verein mit seinem Freund, einem Chiropraktiker und Kraniosakraltherapeut, Schamane. Wir haben ziemlich lang gehockt. Danke für eure Geschenke. Ich finde das cool mit diesem iPad. Ich weiß nicht. Wie ist denn die Bildübertragung? Könnt ihr mir das beschreiben? Ich finde es halt schon toll, wenn ich ein größeres Sichtfeld habe, wenn ich mit euch live bin. Dann brauche ich ja nicht unbedingt die Brille, um nachzugucken, was ihr in den Chat schreibt. Ja? Aha. Ah, cool, ich kann da auch hin und her schieben und dann habe ich in riesengroßen Buchstaben die Kommentare da stehen. Finde ich cool. Ich habe das einem meiner Vereinsmitglieder abgekauft. Das ist ein iPad Pro, 6. Generation. Ich habe ja bisher immer nur die Minis gehabt und jetzt habe ich das größere. Danke fürs Teamherz, Schatzi. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich das mal mit euch testen, während ich hier mit meinen Sofaklamotten auf meiner Bank sitze. Danke für die Teamherzen, Sören. Ich sag, Ziel erreicht. Und ich mich hat neulich schon jemand hier über einen Privatchat angeschrieben, wann ich denn mal wieder online wäre. Und ich bin ja in Sommerpause, noch bis Mitte September. Ich mache das, wenn dann, nur spontan, entweder hier oder dann auf YouTube. Jetzt bleib halt mal stehen, jetzt rutscht das Ding schon wieder spazieren. Mal gucken, ob das hilft, wenn ich das Handy hinlege. Aber so wie ich das iPad einschätze, bei der Schwere, das wiegt ja ein bisschen was, schiebt es das Handy locker auf die Seite, wenn es rutschen will. Hallo mein Schatz, wie geht's dir? Ich sehe schon, heute sind es die Steirer, die was da sind. Ich fahre am Samstag nach Riegersburg zu einem Freund. Wir werden Aronia-Kirschen ernten. Und dann gibt es Saft und Marmelade und was man sonst nur damit anstellen kann. Hallo Andrea! Bist du schon daheim vom Arbeiten? Fleißiges Bienchen. Du kannst ja dann Sonderurlaub beantragen bei den vielen Überstunden. Ja, dann ist der Vitamin C-Gehalt von Winter gesichert. Das waren meine Worte. Gell? Ja. Du hast geteilte Schicht. Okay. Ach nee, du hast seit 13 Uhr hast Feierabend und morgen früh um 8 geht's weiter. Guten Morgen, Frau Glaser. Heute haben wir wieder mal. Habt ihr schon Ferien? Bayern hat schon Ferien, oder? Ich glaube, zeitgleich mit Österreich. Na, dann habt ihr mit Sicherheit einen Haufen Veranstaltungen in der Schule für die Kinder, wo die Eltern froh sind, wenn die beschäftigt sind, weil sie arbeiten gehen. Dann gibt es ganz viel zum Putzen. Na, Halleluja. Danke für eure Likes. Ich finde, das klappt super, ehrlich. Ich bin begeistert.
Ich werde dann die Tage mal probieren, wie das funktioniert, wenn ich jemanden dazu hole. Aber das nächste Mal, wenn wir uns wieder auf TikTok live sehen, probieren, wie das funktioniert, wenn ich jemanden dazu hole. Aber das nächste Mal, wenn wir uns wieder auf TikTok live sehen, wissen und dann von da aus senden. Ich habe da schon eine Idee im Kopf, wie wir das machen. In Bayern sind ab heute Ferien, okay? Bis 10. September, oder? So wie bei uns hier. Habt ihr nicht so viele Wochen Sommerferien wie wir hier? Bei uns ist ja schon seit Anfang Juli Ferienzeit. Und ich glaube so ab 10. September um den Dreh rum. Ach, ihr habt nur 6 Wochen, okay. Ja, bei uns sind schon Ferien seit am 6. Juli. Genauso lang wie jetzt in Bayern. Bis 10. September, 9. 10. September um den Dreh rum oder 8. Je nach Einschulung und so weiter. Stimmt. Wir hatten immer Ferien erst Ende Juli und haben dann immer gestöhnt. Danke für die Rosen, Moritz. So, wie viel Grazer haben wir jetzt da? Ein paar, oder? Zumindest Graz und Umgebung. Gabi, Moritz, wer noch? Das ist eine Lernaufgabe für dich. Bei meiner Nachbarin zum Beispiel in Steinach ist es Radl mehr wie Rennet. Ich sag's euch, ja, es ist richtig toll und ich werde das hier richtig vermissen abends. Weil wenn ich dann das nächste Mal wieder da bin, ist es ja dann schon früher dunkel und ich kann nicht mehr die untergehende Sonne betrachten. Aber dafür sehe ich ja jetzt dann bald wieder meinen Grimming und schaue dann beim Grimming zu, wie die Sonne untergeht. Das hat ja auch etwas. Ja, dafür kennen wir aber nichts. Gell? Ich habe zu meiner besten Freundin gesagt, sie muss Ende November dringend freimachen, wenn wir nach Lignano fahren. Ach ja, das wisst ihr ja noch gar nicht. Habe ich euch das schon erzählt? Unsere Fluchthelfer, also unser Reisebüro vom Hexenverein, die haben es möglich gemacht, dass über Samhain ein in Lignano ein Hotel für uns öffnet. An Samhain selber werden wir von einem Spitzenkoch aus Lignano auf der Dachterrasse mit einem Menü versorgt. Und anschließend, na super, jetzt geht's bei dir auch schon so los wie bei mir daheim. Andrea. Und anschließend werden wir am Meer ein Ahnenritual machen. Wir fahren vom 31.10. schon früh weg und bleiben bis 3.11. in Lignano. Ich habe am Samstag die Bestätigung bekommen, dass es mit meinem Babysitter klappt und dass die Terroristen gut versorgt sind. Ja, das ist sowas mit den Fluchthelfern, Frau Barbara, ich kann es dir sagen. Schön, dass du auch da bist. Habibi! Habibi! Salam alaikum! Khulum tamam, Habibi!
Kein Regards to Egypt. Da müssen wir mal hinfliegen, Barbara, zu Mohammed in dieses Hotel, wo der ist, in Alexandria. Tamam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hi, Mel. Na, was sagt ihr? Cool mit diesem. Jetzt seht ihr mal meine Küche, ne? Meine Outdoor-Küche. Ich versuch's mal mit dem Aufstehen. Ich hoffe, das Tablet bleibt stehen. Weil ich habe ja keinen Ständer. Der Ständer kommt am Freitag an. Krieg schon wieder einen neuen Ständer. Mädels, ich sag's euch, so viele Ständer, wie ich habe. So. Ich zeig's euch mal. Gehen wir mal gucken. So, ihr wisst ja, hier ist meine Stromversorgung. Na? Hier ist die Stromversorgung fürs Haus drinnen. Ja, da habe ich meine Teekanne. Hier sind meine Wasserkanister. Ja. Hier habe ich die Tischdecke heute als Topfdeckel missbraucht, weil die Tai Chin so heiß geworden ist. Hier habe ich in der Tai Chin gekocht. Ja. Arabisches Essen mit Eierschwammerl. Das kann nur eine Tahuti sowas. Ja. So. Hier habe ich meine Zwiebeln. Da habe ich meine Töpfe und Pfannen. Meine Messgeräte, ja, wenn ich die brauche. Ja, wenn ich koche, damit mir keine Haare ins Essen kommen, den berühmten Haargummi dazu. Hier unten habe ich diverse Lebensmittel. Dann habe ich Schwarzkümmelöl hier. Alles Mögliche und meine Gaspatronen. Hier habe ich noch vom alten Backhaus eine meiner Kellen. Ne? Damit ihr das mal so seht. Hier habe ich eine meiner Grillplatten. Und da hinten steht dann der Pizzaofen und der Hexenkessel. Und hier steht die Feuerstelle und da schläft Aria. Die jetzt gerade den Kopf gehoben hat, weil sie ihren Namen gehört hat. So, jetzt kennt ihr euch aus. Wen soll ich grüßen? Hallo, liebe Grüße nach Brasilien. Ja? Da habe ich noch einen meiner Liegestühle stehen. Aber das ist ja so ein komisches Wetter heutzutage. Ja, habe ich ja auch. Ich habe alles, was ich brauche. Ja, da unten habe ich noch Mineralwasser. Dann habe ich hier noch ganz große Bradelpfannen. Wenn ihr eine ganz große Ofenröhre habt zum Reinschieben. Pizzablecher. Ja. Da hinten ist mein frischer Koriander. Mein Rosmarin, da hinten habe ich noch meine Minze. Leider haben die Schnecken ziemlich viel zusammengefressen. Durch den Dauerregen konnte man die gar nicht alle beseitigen. Jo, es wird immer besser, ja? Weil das ist ja alles neu jetzt. Und jetzt kommt eben dann noch die richtige Stromversorgung mit einer PV-Anlage und Speicherkapazität und Wechselstrom. Der Moritz weiß mit Sicherheit, von was ich da rede. Na? Und hier ist dann praktisch der Hexenbesen in seiner ganzen Länge. Ich freue mich schon drauf. Ich habe eh schon Lieferung. Stell dir vor, und an der einzigen Tomatenstaude, die übrig geblieben ist, sind 4 Tomaten dran. Man glaubt es kaum. Ja.
Aber das ist ja kein Thema. Ich kann ja ohne die Tiere auch jederzeit herkommen und hier sitzen. Gemütlich hier sitzen, oben schlafen und dann wieder heimfahren. Die Kinder können ja locker eine Nacht alleine daheim sein, das stört die ja nicht. Das ist ja kein Drama. Also jetzt schauen wir mal, dass wir jetzt dann im August, mache ich dann drinnen fertig. Wenn die mir nicht zwischen die Füße rumrennen, ich werde auch noch den großen Tisch, den ich drin habe, raustun. Dann habe ich einen kleineren Tisch drin und kann meinen Schaukelstuhl umstellen. Du, Kräuter kannst du überall pflanzen, die kannst du auch über den Winter hindurch pflanzen. Du kannst dir auch für zu Hause, das hatte ich anfangs, mein jetziges kleines Hochbeet, was ich habe, das hatte ich in Steinach in meiner Wohnung, da habe ich immer frische Kräuter drin gezogen. Das geht alles. Da hinten habe ich nur einen Waldmeister stehen, Lavendel, das mögen die Schnecken auch nicht. Und meine Rosen lassen sie zum Glück auch in Ruhe. Ich werde nächstes Jahr was anderes machen und werde die Reifen wieder wegtun. Und dann werde ich die Erdbeerpflanzen nach oben drapieren. Dann können da die Erdbeeren wachsen. Basilikum, ja. Lustock immer. Den kann man nicht genug haben. Petersilie ist jetzt nicht so mein Fall, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Ich meine, für die Semmelknödel ist er schon mal nicht schlecht oder Tiroler Speckknödel oder so. Ich hab's ja eher mit dem Koriander. Ich muss euch den mal zeigen. Nee, ich greife das Ding jetzt nicht an, weil sonst fällt mir das wieder um. Jetzt ist ja dann, wie ihr ja wisst, am 1. und 2. August Lugner Saat, das sogenannte Schnitterfest. Das ist der erste Teil vom Erntedankfest. Dort schneidet ihr die Kräuter und hängt sie zum Trocknen auf. Dafür könnte ich mich in Koriander reinsetzen. Ich hab's nun mal als alter Araber mit den arabischen Gewürzen. Ingwer, Koriander, Safran, Kurkuma etc. pp. Zimt, Nelke, das sind so meine Gewürze. Ich sage euch nicht, was ich trinke. Bisher gab es noch keinen Ärger mit TikTok. Fängt mit Lil an und hört mit Ed auf. Nein, Wildberry. Säftchen. Verdünnt. Ich wusste doch, dass das Ding wieder rutscht. Ach ja, ich sag's euch. Na, der ist leer. Du kannst mir ja eine frische Flasche bringen. Den habe ich letzte Woche leer gemacht. Und dann habe ich so lachen müssen. Ich habe am Samstag der Anna gesagt, sie soll eine Flasche Wildberry mitbringen für die Lilibet, ne? Das hat sie gemacht, falsch verstanden. Und statt Wildberry hat sie eine ganze Flasche Lilibet mitgebracht. Zumindest geht die mir jetzt nicht aus, die Lilibet. Und ich habe dann heute Wildberry geholt. Und dachte mir, gönn mir da heute ein Glasl. Nachdem ich heute schon so viele Eierschwammerl gegessen habe. Ah, da war TikTok jetzt gerade schneller wie ich im Sperren. Jetzt machen wir ja dann mal eine Trommelsession. Allerdings muss ich die aufnehmen. Höchstens die Mädels können das so einrichten, dass sie 500 Follower haben. Nee, da geht das nicht mit der Kamera. Das müssen wir dann aufzeichnen. Das wünsche ich dir auch, Melli. Lass dir gut gehen.
und genieß deinen Männe. Ich habe hier wieder en masse an Springkraut. Oh. Ich kann es nicht mehr sehen. Aber ich kriege ja jetzt noch mein Brennholz von Winter. Dann habe ich meine Briketts schon da. Ja, dann wird das. Und wenn ich dann im Winter mehr Strom habe und nicht darauf angewiesen bin, dass meine Jackeries funktionieren, weil ich ja dann eine PV-Anlage habe, dann wird das richtig gemütlich hier. Na? Puppilein. Na, wo bist du? Ha? Da kommt sie. Da kommt sie. Da ist sie. Ha? Da bist du, gell, Spatzi? Ja, Puppilein. Ha? Ja. Ha? Aria. Aria Stark von Winterfell. Gell, Mausi? Hm, ist ja so ein feines Weibi. Gell? Ich muss mal gucken, ob ihr die seht. Da ist sie. Da. Puppi. So, Puppi. Ihr Puppi. Ihr so wild. So wild. Das ist halt ein Hund und keine Flughupe, ne? Nein, vom 14. Am 15. ist Feiertag. Also wir gehen am 16. Weil am 14. muss ich noch in Steinach aufs Schwimmbad fest. Da habe ich ein Date mit meinem Toyboy. Gell, Mausi? Jo. Hm? Ist ja mein Schatz. Oh, ja, ist ja mein Schatz. Ja, ist ja mein Schatz. Das ist nicht, geht nicht gut. Bleib auf der Seite, Maus. Oder so. Schön Platz machen. Genau. Na? Ja, wir haben gedacht, wir treffen uns so um 11 herum. Das ist, da ist am Tag vorher Feiertag. Ich liebe meine Lilibet Whiteberry. Ja, ich sag's euch. Das ist auch cool, wenn der Armin mitkommt. Kannst du, du nimmst aber Tobi schon mit, oder? Das weiß ich noch nicht. Das redet man dann, wann es soweit ist. Bis dahin müsste ja dann Maya auch in Irtning angekommen sein. Ich werde mir dann überlegen, wen von meinen vier Drachen das ich mitnehme. Aber ich glaube, Wörschach, das muss fast Meraxes sein. Wobei Drogon ist ja auch nicht gerade zu unterschätzen. Gucken wir mal. Ja, das werden wir dann schon geregelt kriegen. So, Schatzis. Ich habe euch jetzt mal gezeigt, was ich während meiner Abwesenheit hier so angestellt habe mit da. Ne? Ist allerdings noch nicht fertig, lasst euch mal überraschen. Ich möchte ja schließlich über den Advent hier des Öfteren einmal Bratwürstchen machen und Glühwein und so. Ne? Das wird der Drache entscheiden, welcher das mitgehen wird. Barbara, weder du noch ich.
Und ich glaube, Wörschach ist einfach Meraxis-Energie. Wir werden sehen. Na? Wir werden sehen. Wobei ich ja heute früh wirklich richtig begeistert war von Folge 7 House of Targaryen mit Valmitor. Dracarys, Targaryen. Jetzt habe ich wieder die ganze Zeit die Melodie im Kopf. Drache, bereite dich auf deinen Reiter vor. Das werden wir dann auch noch machen müssen. Wir müssen ja noch die Einweihung machen. Halleluja. Gell? Dass wir den Drachen auf den Reiter vorbereiten. Aber wenn der Reiter ein bisschen ungeduldig ist. Ja, so sind's die Fluchthelfer. Also, wer Interesse hat, mitzukommen mit den Fluchthelfern und den Hexen. Wir sind ja mittlerweile 40 Mitglieder und haben weitere Anfragen im Hintergrund. Der kann sich gerne über Sovengo beim Infowebinar anmelden. Und an Gurten, Schatzi. Und das ist am 31. Und allen anderen wünsche ich ein wunderschönes Lungnasat, ein wunderschönes Schnitterfest. Gell? Und wir sehen uns die Tage. Pussy, Babatschi.